Hallo und willkommen zu City Skylines. Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Vergiss nicht zu bewerten und zu abonnieren, verpasst du auch nichts mehr. Weiter geht's heute bei DLC City, eine Stadt, die ich in DLCs unterteile. Und ich versuche, dass so gut es geht. Momentan sind wir bei After Dark dran, das ist quasi hier das. Hier die Insel, hier oben vorne ist Green Cities und hier ist der Originalplatz. Also wer das noch nicht alles mitbekommen hat, Link zur Playlist in der Videobeschreibung. Dort solltet ihr alles Nötige finden. So, wir sind jetzt weiter dran. Wir müssen Arbeitsplätze schaffen und nicht wenig, glaube ich. Deswegen müssen wir hier oben mal ein paar mehr Bürogebiete bauen und eventuell sogar noch ein paar Parks, damit die Bürogebiete sich ein bisschen upgraden. Aber ich glaube, in Bürogebieten arbeiten nicht so viele wie in manch anderen Gebiet. Und vor allen Dingen hier möchte ich ganz gerne auch noch ein paar Wohngebiete haben. Das kommt allerdings erst später, weil Wohngebiete brauchen dann auch Schulen und den ganzen anderen Kram. Vielleicht koppel ich die Wohngebiete ein bisschen weiter nach hier aus. Müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. So, tourismusmäßig haben wir jetzt quasi ein Luxushotel hier stehen. Voll krass eigentlich. Da wohnen jetzt so 5. Und jetzt wollte ich noch Folgendes machen. Ganz gerne, warte, die sogenannten U-Bahn weiterbauen, damit hier auch mehr Leute rüberkommen in das Tourismusgebiet, was noch nicht so ein krasses Tourismusgebiet ist, aber noch eins werden soll. So. Alles gesagt, was gesagt werden muss, hoffentlich. Und jetzt müssen wir nur noch mal einmal so die Straße machen. Abbiegen. Hier noch mal ein gerade durchziehen. Und dann haben wir, glaube ich, auch schon fast... Ah, guck mal, passt nicht ganz. Das zum Thema gerade durchziehen. Machen wir mal so eben. So, und dann können wir das... Ne, warte, machen wir anders. Machen wir einmal gerade runter. Also ein bisschen muss man halt immer tricksen mit den Straßen. Damit die auch so werden, wie man es dann halt gerne möchte. So. Ist die Straße halt ein bisschen krummer und das ist aber gerade. Krummer vor allen Dingen. So. Hä? Der falsche Button, meine Herren. Da haben wir ihn. Hä? Jetzt? Ja? Darf ich? Nein? Achso, ich habe den Bagger noch in der Hand. Alles klar. Der Bagger. Ja, jetzt ist viel besser. So, U-Bahn-Haltestellen. Ich hätte ganz gerne eine U-Bahn-Haltestelle, nämlich irgendwo in dem Bereich. Wo haben wir sie? U-Bahn ist, glaube ich, auch noch eine Bahn. Müssen wir sowieso mal. Wir haben 4200 Leute gerade, die damit rumdüsen. Eigentlich sehr, sehr viele schon. Nur an dem Bahnhof generell halten noch nicht viele. Da hat keiner Bock drauf. So. Machen wir mal da eine hin und andersrum dann vielleicht hier eine. An beiden Kreisen, wenn man so möchte, außen. So, und dann den Tunnel. Den Tunnel. Warte, hat der überhaupt Strom da an der Stelle? Weiß ich gar nicht. Muss halt mal gucken. Nein, hat er nicht. Okay. Alles gut. So, hier auch wieder gerade. Und dann ein Turn. Ne, was war das denn? Hier könnte man, wenn wir das wirklich machen mit dem Bahnhof, mit dem Flughafen, der kommt ja dann hier auf die andere Seite der Insel, also hier hin. Dann könnte man da echt was rüberführen, so mehr oder weniger. So, und jetzt muss ich halt eine gute U-Bahn-Haltestelle finden, wo viele Leute umsteigen könnten, wenn sie denn wollten. Die auch nicht zu weit weg ist vom Ring. Also hier habe ich ja einen Ring. Da habe ich einen und den inneren Ring habe ich noch. Und ja, eigentlich würde sich das anbieten. Aber das würde das Mini-Wohngebiet echt krass mit Fußgängern übersehen. Aber ist ja auch egal, ne? Theoretisch. So, ich glaube, hier ist ganz gut. Muss dann halt nur einen Fußgängerüberweg rüber machen. Ja, ist ganz gut. So, Fußgängerüberweg. Boah, ich bin so gespannt, wie viel U-Bahn hier generell gleich rübergehen wollen. Ah, das ist Schule. Ah ja, das macht Sinn mit der U-Bahn. Und? Warte, ein Stück weiter hätte ich gehen sollen. Nur minimal. So, mit unserem Weg hier. So. Top. Also klar, wie gesagt, jetzt sagen wir da viele, du kannst sie auch zusammenlegen. Es gibt U-Bahn-Haltestellen, die man zusammenlegen kann.
Im Workshop gibt es einige Sachen, die man so bauen kann, aber nicht alle funktionieren leider, ist das große Problem. Und deswegen muss man das so erstmal machen. Was jetzt auch nicht sonderlich schlimm ist, aber wollte ich nur mal angedacht haben. Und wir müssen weiter runter. Unter dem Meer müssen wir. Entfernung zu gering, Gefälle zu steil. Oh Mann, ey. Mal diese U-Bahn-Haltestellen. Also warte, wir machen aber jetzt eins. Wir gucken mal, wie weit wir runtergehen müssen, um unter das Wasser generell zu kommen. Sag bloß, da kommt man nicht rüber. Gefälle zu steil. Hä? Oh nein, mein ganzer Plan ist kaputt. Wie soll man denn da rüberkommen? Ist das echt so tief? Genau, wir müssen da oben rum. Alter, das wäre krass. Weil andersrum könnte man eventuell ein bisschen was aufschöppen, was allerdings jetzt seinen Wasserstrom so ein bisschen verändern würde. Ah ja, ich sehe schon, das ist sehr tief hier. Okay, da müssen wir ein bisschen was machen. Und zwar das Gelände hier so ein bisschen einebnen. Auf, ich muss da ganz kurz gucken. Vielleicht, ja, geht auch mega steil ab hier. Vielleicht auf die Höhe. Pinselstärke vielleicht mal nicht volle Pulle machen. So, das wäre die Höhe. Das geht eigentlich, oder? Ah! Oh, es geht. Steuerung. Oh. Und was war ein Ditch? Ich möchte nicht, dass das Ufer da bearbeitet wird. Ich möchte nur, dass das hier unten gerade wird und nicht da oben. Gelände glätten. Ah, warte mal, so könnte es aber gehen, ne? Ja, ich glaube, das ist okay. Alter. Genau, wieder Wiese entsteht. Ach ey. Spiel, ne? Manchmal geht es mir auf den Sack. So, Pinselgröße, zack. Oh mein Gott. Pinselgröße ein bisschen kleiner machen, dann kehren wir mal hier einmal durch. Ja, super geil. Ah, warte mal, das geht aber eigentlich. Wenn man jetzt, sag ich mal, die Gebäude am Rand jetzt nicht so krass. nicht so krass drauf achtet. So, machen wir hier noch ein bisschen. Na, eigentlich können wir auch ein bisschen durch. Ja, ich höre da jetzt auf, weil da halt die Bahnstrecke ist. Wurde halt die Erde so ein bisschen runtergeschüttet. Passiert ja mal. Bisschen abfällig und damit die Wiese nicht im Wasser ist, obwohl das eigentlich auch relativ egal ist, die sieht man eh nicht. Machen wir mal so. So, das ist schon mal gut. Jetzt könnten wir noch theoretisch Gelände abschrägen oder... Ah ne, glätten ist das. Ein bisschen glätten hier so. Wie so ein Sprayer. Immer tsch, tsch, tsch. Hier auch nochmal. Dann wirkt es ein bisschen natürlicher. Natural. Das Flussbett sieht man jetzt, ist ein bisschen abfälliger. Ja, cool. Okay. Alter! Das Wasser kommt. Okay, muss ich ein bisschen einpendeln. Aber ist ja klar, wenn man halt den Boden wegzieht, so entstehen auch Tsunamis zum Beispiel, wenn man eine ganz krasse Bodenveränderung hat, durch Erdbeben, durch irgendwas anderes und dann sieht es dann halt so aus. So, kommen wir jetzt hier rüber mit unserer coolen U-Bahn. Bitte, bitte, lass meine U-Bahn da rüber. Jetzt! Oh, 24. Ja, da war's. Ja! Okay, warte. Oh, da wollte ich wieder mehr und dann ging's. Ja, jetzt geht's. Okay, wir können uns jetzt da anschließen. Wir gucken mal, ob wir jetzt hier noch rüberkommen. Perfekt. Also das hat auf jeden Fall schon mal Erfolg gebracht.
Und ich glaube, wenn wir hier schon so fleißig rumfahren, können wir hier auch noch eine U-Bahn-Haltestelle machen. Und zwar hier, wo dieser Weg ist. Würde sich super gut da anbundeln. Dann haben wir da und da eine, so mehr oder weniger eine komplette Innenstadt. Und dann hier rum. Ja, dachte ich mir, dass da die Autobahn noch so ein paar Problemchen macht. Ja, weil wir auch gerade so nah da dran sind, ne? Ja, bitte, bitte. Ja, bitte, bitte lass runter und wieder hochgehen. Bitte. Und das meine ich, wenn man, habe ich in der letzten Folge mal angesprochen, wenn man jetzt so einen Surface-Modus hätte, so einen richtig coolen, würde man das alles viel, viel cooler sehen, könnte mehr bauen, könnte das mal eben umbauen und müsste nicht die ganze Zeit hier rumhampeln, bis man mal so die Höhe hat. Ja, das ist echt 14 die Höhe, krass. So, und jetzt haben wir halt ein Problem, wir müssen die U-Bahn-Haltestelle krass versetzen. Was wir gar nicht machen können, ohne den Untergrund wieder abzureißen. Dankeschön. So, U-Bahn-Haltestelle machen wir dann hier in die Ecke. Das sollte aber reichen dann. Oder innen? Innen wäre, glaube ich, besser. Dann erreicht man mehr. Obwohl, das ist eigentlich auch absolut egal. Können wir nachher nochmal anpassen. Also bei meinen Nachher in Minecraft ist immer so, machen wir meistens nicht mehr. So. Bleibt da, weil funktioniert ja. Ah, stimmt, hier ist ein bisschen anders, die U-Bahn, das ist geil. Warte. Und verbunden. Ah ne, warte, das fehlt noch. Ah, nicht ganz. Wo war jetzt das Problem hier? Ah, war zu steil um die Ecke rum. Alles gut. So, nächstes U-Bahn-Netz steht, wenn man so möchte. Bin gespannt, ob hier in der Mitte auch einer hält. Jetzt müssen wir eine neue Bahn anlegen und wir geben da auch eine coole Farbe, weil Nightlife oder dieses After da, ich weiß nicht, wie ich mal auf Nightlife komme, ne? Ich bin manchmal ein bisschen blöd. Machen wir gleich mal eine andere Farbe auf jeden Fall. Ah, guck mal, U-Bahn. Dann haben wir hier und verbunden. Nächste Linie. Andersrum. Hauptbahnhof. Hier noch und... Ah, lol, wieder schon eine fährt, ey. So, Linienübersicht. 10 und... Ja, 10 und... Warum sind die denn so versetzt hier drin? Kann ich die schieben? Ne. Okay, warte mal. After Dark. Das ist die Gegenuhrzeigersinn, ne? Ja, nehmen wir After Dark 1. Hat super geklappt auf jeden Fall. After Dark 1. Zack. Und die After Dark 2. After Dark 02. So. Guck mal. 5 Haltestellen. 4 Fahrzeuge. 0 Passagiere. Einer. 2. 23 fahren damit. Geil. Ja, muss ich erstmal einpendeln. Die müssen erstmal wissen, dass da welche sind. Genau wie hier. Wo sind sie? Machen wir ein bisschen schneller, dann checken die es eher. Oh, krass. Der Weg hat schon einiges gebracht. Da sieht man auch, wie fleißig die rumlaufen. Die sind echt geil drauf. Ja auch, ey. Da steigen die da aus und laufen rein. Alter. Deswegen, die laufen sehr weit, die Leute. Die sind krass drauf. Ich glaube, die Gesundheit der Leute ist wahrscheinlich viel, viel höher als woanders. Ist in Holland zum Beispiel auch der Fall, weil die halt sehr viel Fahrrad fahren. Finde ich super cool. Also die haben da mit manchen Sachen nicht so zu kämpfen. Als bei uns in DE. Weil, kenne ich auch von mir, ich habe oben so ein Gerät, wo drauf man laufen kann. Und ja, das war, ne? Das steht da jetzt.
Hab mir auch meine Fitnessuhr geholt. Die sagt mir jetzt, dass ich gar nicht so schlecht Fitness hab. Also muss ich erst mal wieder nichts machen. Nein. Nein, Spaß. Also ich versuche halt immer irgendwie was zu machen. Aber es ist manchmal auch nicht so einfach. Weil man nimmt sich meist immer zu viel vor. Allerdings ist mehr vornehmen besser als zu wenig vornehmen. Dann schafft man trotzdem mehr. Mehr. Genau, hier fett am, am krassen Wolkenkratzer. So, kann ich jetzt... Also hier könnte ich jetzt eine Straße durchbauen, aber ich möchte nicht zu viele Kreuzungen an diversen Stellen haben. Also hier wäre eine Kreuzung noch ganz cool. Und ansonsten kann man das mal so bauen. Und dann mal schauen, wie sich das hier entwickelt. Und vielleicht so. Mit so. So, Fahrradwege sind am Start. Jetzt könnte man hier noch einen Park hinbauen. Hier so ein Park mit Picknick. So ein Picknickpark. Ah, ne, das ist ein bisschen klein. Was ist das? Oh, ein Basketballplatz. Ist der neu? So, ich zeige euch heute mal Cities und habe gar keine Ahnung. Ja, okay, alles kann man auch nicht wissen. Darf man nicht. Hä? Was ist das denn für ein Park? Der passt da perfekt rein. Ein kleiner Park. Der passt ja mal nahezu awesome-mäßig hier rein. Der hat sogar... Boah, der hätte sogar da reingepasst. Komm her. Komm ran, Junge. Direkt hinter dem Hotel. Wie geil ist das denn? Wäre übrigens auch ein geiler Kanal, wenn man das denn heißen würde. Und dann kann man immer so als Leitspruch nehmen oder als Catchphrase so, wie geil ist das denn? Ne? Da habe ich lange für überlegt, aber hat sich gelohnt. So. Okay, unsere erste, also wir haben jetzt U-Bahn gemacht. Ich hätte ganz gerne jetzt nochmal hier, ich weiß, das ist eigentlich total Tinef. Weil die Leute laufen dahin. Da muss man jetzt nicht noch mit dem Bus dahin. Aber ist ja egal, wir haben ja einen fetten Busbahnhof. Darf man nicht vergessen. Ja, eine geile Buslinie. Und zwar... Ja, machen wir hier vorne. Buslinie Number One. Fährt dann hier so raus auf der geilen Bushaltestelle. Hält dann hier einmal am Botanischen Garten. Dann hier an dem geilen Bürokomplex. Wo denn noch? Hier vielleicht? Ja, das ist gut. Genau, da hält er. Wir haben viele kleine Haltestellen jetzt. Dann hält er hier in der Mitte nochmal. Also da ist ja noch nichts, aber bald. Und da fahren wir zurück. Linie wieder abgeschlossen. Genau, wir werden so verschiedene Kreise haben, die sich alle hier treffen. Das wird geil. Jetzt von hier nach da noch. Von da nach vorne. Oh. Und eigentlich hätte ich ganz gerne noch, hatte. Kann man? Kann man bestimmt, ne? So ein Bus, der so voll weit fährt. Einfach. Für vier Leute oder so. Warum fahren da so blaue Dinger? Warum sind die blau? Ja, ich glaube, in das Industriegebiet macht keinen Sinn mit Bussen, ne? Hier ist die U-Bahn. Ja, da brauchen wir auch keine. Komm. Alter, komm. Drauf ge... Ne? Guck mal, die Busse. Genau, die haben Busspuren. Die blockieren halt nicht sonderlich viel. Und wenn die sich jetzt so ein bisschen eingependelt haben, dann geht's auch. Ich denke mal, da will eh keiner mitfahren. Bus. Buslinie 3. Das ist wahrscheinlich die hier. After Dark 1. 8 Haltestellen, 4 Fahrzeuge, 2 Leute. Lohnt sich. Finde ich auch mal geil. Also diese Diskussion, wenn, sag ich mal, die Bahn zum Beispiel hergeht und irgendwie einen Bahnhof oder ein paar Züge streicht, dann machen die das ja nicht, um einfach zu denken, so, boah, die wollen wir jetzt mal trollen und streichen die Züge, sondern im Endeffekt lag es daran, dass damit zu wenig gefahren sind.
So, und dann kann man denen ja auch keinen Vorwurf machen, weil wenn ich quasi, genau, wie mit meinem Kanal. Wenn ich einen Kanal mache und keiner guckt den, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, dann wird was verändert oder eingestellt. Also, dann darf man sich auch nicht wundern. Aber wenn er mal im Livestream dabei seid, das ist immer der Wahnsinn, wie viele Leute da reinkommen und immer fragen, hey, was mit deinem Kanal passiert? Hey, was ist denn los? Ich würde gerne wieder alte Let's Plays sehen. Ich würde gerne deine Stimme hören. Dann, also ich habe auf dem Hauptkanal habe ich nicht mehr, also auf dem anderen Kanal, habe ich jetzt schon gesagt eigentlich, dass ich das Ganze jetzt lasse. Also ich versuche jetzt nicht mehr dagegen zu arbeiten und versuche den ganzen Leuten das zu erklären, weil das ist quasi, als wenn ich, weiß nicht, irgendwie gegen den Strom schwimmen, Wasserfall hoch oder so, macht keinen Sinn. Da kommen jeden Tag neue Wassertropfen, die irgendwie nichts zu sagen, also die nicht wissen, was los ist. So, Dienste. Das haben wir. Ein Krankenhaus hätte ich gerne noch an der Stelle. Und ich glaube, es würde sich hier unten sehr gut machen. Sehr zentral. Aber dann eher, glaube ich, an einer der Hauptstraßen. Nee, gar nicht. Machen wir hier rein. Hier ist gut. Ja, gefällt mir. Hier, machen wir hier. Guck mal, die ganze Insel abgedeckt. Alter. Ich habe 19 kranke Bürger. Wie gut ist das denn? Und einen Verbrenner machen wir direkt daneben. Der Name ist auch immer geil. Der Verbrenner. Oh. Hier, wir haben Bestattungswesen. Wir haben richtig viel Kapazität. Wir können richtig viel verbrennen. Aber gehört zum Leben dazu. Irgendwann ist man tot, ne? Und dann wird man verbrannt. Oder vererdigt. Vererdigt wird man dann. Oh. So. Okay, aber ich würde sagen, das sieht doch mal gut aus. Wir haben eine Buslinie, wir haben zwei U-Bahn-Haltestellen. Einmal noch ganz kurz gucken, was die U-Bahn-Haltestellen haben. Wir haben immer noch, wir haben 3000 Geld weniger. Nächste DLC soll auf jeden Fall ein DLC sein, was Geld macht. So, hier haben wir After Dark 1. Wird auf jeden Fall schon sehr gut angenommen. 200 Leute hierher fahren. Und After Dark 2. Da fahren nicht so viele. Aber wir können die Linien mal anpassen. Da würden auch 3 reichen an der Stelle und bei After Dark 1 wahrscheinlich auch. Ja, dann machen wir auch mal 3. So. Okay, wer noch einen fetten Bahnhof sehen will oder einen fetten Flughafen. Jawohl, einen fetten Flughafen können wir am Anfang nicht machen. Also wer den Flughafen sehen möchte, lasst mal eine Bewertung da. Dann werde ich den, glaube ich, nächste Folge mal reinziehen. Die Insel wird ein bisschen vergrößert dann. Und man kann einmal eine Busstrecke rüberfahren lassen und ja, den Zug theoretisch auch. Und vielleicht sollte man den Zug auch mal damit anbinden. So ein Intercity-Zug, ne? 247. Wobei der dann immer nur im Kreis fährt, ne? Aber vielleicht will so ein Bürger mal hier rüber. Momentan ist... Ja, okay, da kommt mit der U-Bahn halt relativ gut hin. Mit unserer krassen U-Bahn-Haltestelle. Alter! Läuft bei denen. Okay, lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Part. Tschüss!